Nach den spannenden und aufregenden Geschehnissen der letzten Tage lassen wir heute mal wieder ein bisschen Ruhe einkehren und sprechen mal über einen ganz besonderen Flugzeugtypen, den der ein oder andere von euch vielleicht sogar tatsächlich noch als Passagier irgendwann mal miterlebt hat. Es geht um das erste in Serie gebaute Verkehrsflugzeug mit Jetantrieb. Muss also was Besonderes sein und somit gibt es heute und morgen mal ein paar nette Infos zur de Havilland Comet. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt irgendeinen Platz gefunden, wo man ein bisschen diese Hitze aushalten kann. Naja, auf jeden Fall das erste in Serie gebaute Verkehrsflugzeug mit Jetantrieb. Das klingt schon mal so, als wäre es echt schon eine ganze Weile her. Und genau so ist es tatsächlich auch. Und damit fällt der obligatorische Blick in die Vergangenheit, in die Zeit des jeweiligen Flugzeuges, heute auch mal so ein bisschen kürzer aus. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges, beziehungsweise am Ende oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat man sich nicht wahnsinnig viel mit der zivilen Fliegerei beschäftigt. Dennoch wurden, wie so oft, im Krieg auch hier die Grundlagen gelegt für wichtige, große Schritte auch in diesem Bereich der Fliegerei. Denn während des Zweiten Weltkrieges sind die ersten halbwegs ausgereiften Flugzeuge mit Jetantrieb an den Start gegangen. Erst einmal natürlich alle aus militärischen Gründen. Halbwegs ausgereift deswegen, weil das wirklich erste, nur von einem Strahltriebwerk angetriebene Flugzeug tatsächlich schon einige Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in die Luft gehen konnte, nachdem Hans von Ohain in den 30er Jahren in Zusammenarbeit mit den Heinkel Flugzeugwerken das erste wirklich funktionierende Strahltriebwerk für ein Flugzeug entwickeln konnte. Dieses Triebwerk machte dann aus dem damals dafür extra gebauten Testflugzeug der Heinkel He-178 das erste strahlgetriebene Flugzeug überhaupt. Und das funktionierte. Das Triebwerk, was man damals gebaut und entwickelt hat, das hatte im Stand gemessen einen Maximalschub von 4,4 kN. Nur mal so zum Vergleich, ein GE90-Triebwerk, das, was man bei der Boeing 777-300ER verwendet, das steht im Guinness-Buch der Rekorde mit 569 kN. Das ist also gut 130 mal so stark wie das, was man damals verwendet hat. Aber das ist auch nur mal so eine kleine, vielleicht etwas unwichtige Info nebenbei. Auf jeden Fall hat man dann während des Krieges die neue Antriebstechnologie immer und immer weiter optimiert, bis man sie dann beispielsweise in der Messerschmitt 262 als ersten Düsenjäger, bis man sie dann auch wirklich brauchbar verwenden konnte. Und ohne jetzt noch viel weiter ausholen zu wollen, der Krieg war dann halt irgendwann vorbei. Und spätestens dann war der Zeitpunkt gekommen oder spätestens dann ergab sich die Möglichkeit, diese neue Technologie auch endlich mit all ihren Vorteilen in zivilen Passagierflugzeugen nutzen zu können. Denn die Vorteile, die diese Antriebstechnologie für Militärflieger bereithält, die ließen sich zu einem Großteil natürlich auch in Passagiermaschinen gut gebrauchen. Schneller, weiter, höher, um das Ganze so mal zusammenzufassen. In Großbritannien wurde nach Ende des Krieges dann extra ein eigenes Komitee dafür gegründet, was eben genau diese Aufgabe hatte, diese neue Antriebstechnologie auch in zivilen Passagierflugzeugen möglich zu machen. Damit wollte man dann auch den britischen Flugzeugbau wieder auf den neuesten Stand holen, wieder an die Weltspitze bringen. Denn man hatte ja während des Krieges große Transportflugzeuge nur aus den USA genutzt. Neue, eigene, große, leistungsfähige Flugzeuge gab es einfach nicht mehr. Die britische Luftfahrt war auf diesem Gebiet ein gutes Stück hinterher. In dem Komitee wurden dann erst einmal 5 unterschiedliche Ideen aufgestellt. Unterschiedliche Ideen von unterschiedlichen Verkehrsflugzeugen, mit denen man dann eine Fluggesellschaft zu dieser Zeit richtig gut hätte ausstatten können. Aus den einzelnen Ideen wurde dann zwar eher selten ein wirkliches Verkehrsflugzeug, aber eine der Ideen beinhaltete eben ein Hochgeschwindigkeits-Passagierflugzeug mit Jetantrieb. Und das war die Comet. Nachdem man Ende der 1940er Jahre mit der Vickers Type 618 erstmals ein jetgetriebenes Passagierflugzeug in die Luft schicken konnte, welches dann aber nie über den Status des Prototypen hinauskam, wurde aus der Comet dann tatsächlich also das erste in Serie gebaute Verkehrsflugzeug mit Strahltriebwerken. Das neue Flugzeug wurde, aber hauptsächlich aus Zeitgründen, als Tiefdecker konstruiert. Das ist damit die Bauweise, die wir auch heute immer noch bei Passagierflugzeugen sehen. Und das ist damit eine Bauweise, die sich durchaus bewährt hat. Und die hatte sich auch damals schon bewährt bei propellergetriebenen Passagierflugzeugen. Also schon damals entschied man sich für eine konventionelle Bauweise. Und trotzdem war das, was man dann da baute, das war ja doch irgendwie immer etwas Neues. Ein jetgetriebenes, mittelstreckentaugliches Passagierflugzeug mit Druckkabine, da wusste halt niemand so recht, ob man das gerade genau richtig macht, was man da tut. Aber man musste es halt auch einfach mal ausprobieren. Für das Flugzeug war eine sogenannte Payload, also eine Nutzlast, angedacht von 1 Tonne.
von 1000 Kilogramm, was sich erstmal ziemlich lächerlich anhört. Aber irgendwo muss man ja auch mal anfangen. So, und diese 1000 Kilogramm, die sollten jetzt transportiert werden, erst einmal auf 6 Sitzplätzen. Mehr Sitzplätze sollte das Flugzeug eigentlich nicht bekommen. Daraus wurden dann 24 Sitzplätze. Und im weiteren Verlauf der Entwicklung, auf Wunsch des Erstkunden BOAC, wurde dann ein Flugzeug mit 36 Sitzplätzen und einer Langstreckentauglichkeit draus. Tja, aber ihr merkt schon, die Comet war nie ein wirklich großes Flugzeug. Hier steht und fällt eben alles mit den Triebwerken und deren Leistungsfähigkeit. Und während heute kein großer Flugzeugbauer seine eigenen Triebwerke unter ein großes Verkehrsflugzeug hängt, musste de Havilland damals das neue Flugzeug mit den neuen Triebwerken zusammen entwickeln. Ja, und auch wenn das jetzt alles zu diesem Zeitpunkt noch viel mehr Wundertüte war als alles andere, bestellte British Overseas Airways Corporation dann erst einmal 10 Exemplare davon. Damit startete man jetzt in die konkrete Entwicklung des ersten Prototypen der Comet. Und mit Rolls-Royce fand sich dann auch kurz danach ein weiterer Triebwerkshersteller, der jetzt noch leistungsfähigere Motoren für das neue Flugzeug entwickeln wollte. Die ersten Rumpfsegmente der Comet, die wurden dann in den nächsten Wochen und Monaten rund um 1974 aufwendig getestet. Das alles, während man selbst als Hersteller de Havilland versuchte, sich mit den eigenen Triebwerken an ein wirklich brauchbares Leistungsspektrum ranzutasten, ohne dabei den Treibstoffverbrauch und die ja auch nicht ganz unwichtige Zuverlässigkeit vollkommen aus dem Ruder laufen zu lassen. Denn diese beiden Punkte, das waren damals noch die größten Nachteile von Strahltriebwerken. Die neu entwickelte Druckkabine der Comet wurde während der Tests mehr als 16.000 Mal aufgepumpt, um dann mehr als 40.000 Flugstunden zu simulieren. Und auch die eckigen Fenster, die später noch ein großes Thema werden, auch die wurden auf den Druck getestet und es hielt alles, das funktionierte. Aber mit Computersimulationen und irgendwelchen noch aufwendigeren Berechnungen oder sowas, das war hier halt alles noch nicht. Und so konnte man dann am 27. Juli 1949, also fast vor ziemlich genau 70 Jahren, den ersten Prototypen, der Comet, erkennbar am einachsigen Hauptfahrwerk, in die Luft schicken. Und spätestens, nachdem man das Flugzeug auf der dort schon stattgefundenen Farnborough Airshow vorstellte, hatte man all die Blicke auf sich gezogen. Und ja, wenn das jetzt funktionierte, was man da gebaut hat, dann hat man nicht nur in der britischen Luftfahrt die letzten 5 Jahre aufgeholt, sondern hat sich vor alle anderen katapultiert. Dann hat man einen richtig großen Schritt in Richtung Zukunft gemacht. Die Comet 1 war dann das erste Mal mit zahlender Kundschaft unterwegs im Mai 1952 in den Farben der BOAC. Der erste Flug mit diesen Passagieren fand dann statt von London nach Johannesburg. Und das wurde selbstverständlich damals nicht nonstop geflogen. Knapp 2400 Kilometer maximale Reichweite hatte damals die Comet 1. Das bedeutet, 5 Zwischenstopps waren nötig, um die Passagiere sicher von A nach B zu bringen. So kam man dann auf über 21 Stunden Reisezeit. Und das klingt natürlich nicht so wahnsinnig fortschrittlich, war aber teilweise nur noch knapp die Hälfte von dem, was man mit anderen langstreckentauglichen propellergetriebenen Maschinen zu dieser Zeit erreichen konnte. Beispielsweise mit der Douglas DC-6. Und außerdem war man mit der Comet zumindest zu einem Großteil über dem Wetter unterwegs. Es war einfach eine neue, andere und einfach die bessere Art und Weise, Flugzeug zu fliegen. Und das ließ sich damals auch gewinnbringend verkaufen, obwohl 4 Leute im Cockpit sitzen mussten. Tja, das waren halt noch andere Zeiten und das war natürlich auch vollkommen normal. Auf jeden Fall ging dann im selben Jahr, im Jahr der Indienststellung 1952, bereits die erste de Havilland Comet verloren. 1953 dann bereits die zweite und das war dann auch der erste Unfall mit einer de Havilland Comet, bei der Leute sterben mussten. Der Grund dafür war ein Pilotenfehler, der allerdings erst durch eine ganz klare Designschwäche der Comet zustande kommen bzw. solche Konsequenzen haben konnte. Das Flugzeug stallte quasi am Boden, hatte einen Strömungsabriss am Boden, weil die Piloten zu stark und zu schnell rotierten. Das Flugzeug kam einfach nicht vom Boden weg. Daraufhin wurden Verbesserungen an den Tragflächen und an den Triebwerkseindässen vorgenommen, die das Flugzeug in dieser Hinsicht ein wenig gutmütiger machten. Im selben Jahr, also auch 1953, verlor dann BOAC eine ihrer Comet-Maschinen. Das Flugzeug brach in einem Gewitter auseinander, kurz nach dem Start in Kalkutta, wobei 43 Menschen sterben mussten. Bei der Untersuchung fand man dann heraus oder vermutete, dass durch das Gewitter hervorgerufene negative G-Kräfte in Kombination mit einer darauf folgenden Überreaktion der Piloten zum Absturz führten.
Das war dann also Strukturversagen. Neben einem Wetterradar, was dann Pflichtausstattung für die Komet wurde, wurde auch ein sogenanntes Artificial Field System eingebaut. Das erste seiner Art in einem solchen Flugzeug. Bei einer Cessna 172 beispielsweise, das spürt der Pilot. Bei hohen Geschwindigkeiten oder bei harten Manövern oder bei beides in Kombination, das spürt der Pilot am Steuerhorn die aerodynamische Last, die auf die Steuerflächen wirkt. Bei großen und modernen Verkehrsflugzeugen mit hydraulisch gesteuerten Flächen kann sowas gerne mal komplett verschwinden. Das beste Beispiel dafür ist natürlich der Airbus mit seinem Sidestick, das Fly-by-Wire-System, was dahinter steckt, die Hydraulik an den Steuerflächen. Da würde vorne am Sidestick genau gar nichts an spürbaren aerodynamischen Lasten ankommen, wenn man eben nicht ein solches ausgeklügeltes, sehr feines und aufwendiges Artificial Field System hätte. So können Piloten großer Passagierflugzeuge auch diese Maschinen ganz normal mit viel Gefühl fliegen. Und dieses System, das kam dann also nach diesem Unglück in die Verkehrsflugzeuge. So, und dann, wenige Monate später, im Januar 1954, brach eine weitere Komet 1 kurz nach dem Start während des Fluges auseinander. Dabei starben 35 Menschen. Nur knapp 3 Monate später dann die nächste Komet 1, wieder nach dem Start auseinandergebrochen mit 21 Todesopfern. Die Briten hatten also durchaus die zivile Fliegerei revolutioniert, aber das, was sie da gerade mit Passagieren von A nach B schickten, das war nicht viel mehr als ein Experiment, das gerade ganz, ganz böse nach hinten losging. Und so stand die de Havilland Comet nur knapp 2 Jahre nach ihrer Indienststellung schon wieder am Boden. Das Flugzeug wurde gegroundet. Ja, und wie das dann weiterging, das schauen wir uns dann im zweiten Teil wahrscheinlich direkt morgen an. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.